kann für die Einführung. Ich werde mich vielleicht wiederholen in gewissen Dingen, aber Wiederholung ist ja gut. Aber zuerst guten Morgen und als Dank, dass Sie so früh aufgestanden sind, einige schöne Bilder, dass Sie, die Sie einfach genießen können. Fitte junge Leute. Ja, Geschwindigkeit ist doch auch etwas Schönes. Kraft, Leistung, Genuss. Dynamik. Es ist schön, jung zu sein, schön zu sein. Das sind doch Werte, die alle in sind. Und jetzt spreche ich heute über Diabetes beim älteren Menschen. Und das müssen Sie sich jetzt heute Morgen anhören. Was ist Alter? Schmerz, Tod. Aber es kann auch anderes bedeuten. Es kann bedeuten Ruhe, Gelassenheit und Weisheit. Und ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns mit dem Thema befassen, denn wir werden alle älter. Hans-Uli hat es schon gezeigt, wir zeigen es jetzt auch auf etwas andere Art und Weise. Wenn man die über 65-Jährigen nimmt, verglichen mit den 20- bis 64-Jährigen in einer westlichen Bevölkerung, war das 1970 etwa 20%. Jetzt sind wir bei einem Viertel von diesen Älteren und im Jahr 2050 rechnet man mit einem Drittel, der über 64 Jahre alt ist. Und jetzt kommen Sie noch dazu selber. Sie wissen wahrscheinlich, was Ihre Lebenserwartung ist. Schätzen Sie mal einfach für sich selber die Lebenserwartung einer Schweizerin oder eines Schweizers bei der Geburt. Wie alt werden wir? Haben Sie sich entschieden für eine Zahl? Dann kommt jetzt die Antwort. Also als Frau werden Sie fast 83 Jahre alt im Durchschnitt und als Mann immerhin 77,3 Jahre. Also wir werden älter und der Diabetes nimmt zu. Das sind die Zahlen aus dem Diabetesatlas für die Schweiz. 7,9% der Schweizer sind Diabetiker und das Ganze steigt noch im Alter. Je älter wir werden, je mehr Diabetiker gibt es mit einem Plateau zwischen 20% bis 20% im Alter von über 70 Jahren. Das ist eine DDR-Studie, die haben sehr viele schöne Studien gemacht damals und Sie sehen die Zunahme des Diabetes mit dem Alter und genau dieses Plateau hier, die Männer etwa 15%, die Frauen gar 20% in dieser Altersklasse mit Diabetes. Also es gibt viele alte Diabetiker. Haben diese Leute nun ein spezielles Problem? Darüber möchte ich sprechen. Es gibt medizinische Probleme. Die Geriater sprechen da von den 5 I. Intellektueller Abbau können wir leider nicht verhindern. Früher oder später sind wir zerebral weniger im Griff. Deshalb üben wir möglichst lange hier noch Vorträge zu halten. Wir werden immobiler, instabiler und das hat Folgen. Nicht nur, dass wir weniger gehen können, wir können plötzlich nicht mehr einkaufen, wir können das Essen nicht mehr zubereiten, wir stürzen, wir haben Frakturen. Inkontinenz ist ein Problem, Interaktionen, immer mehr Medikamente sind nötig, eine Polypharmazie, das führt zu Interaktionen und dann, daher musste ich ein englisches Wort nehmen, dass es ein I gibt, der fehlende Durst ist auch ein von den Geriatern genanntes größeres Problem im Alter. Und da die Probleme gehen weiter, es gibt dann noch psychosoziale Probleme, Isolation, Depression, wir verlieren nahe Verwandte und Bekannte und das Ganze ist natürlich kombiniert noch und das sind jetzt die geriatrischen Patienten. Jetzt der geriatrische Patient mit Diabetes, der hat dann noch mehr Probleme. Ich kann die nur summarisch aufzählen. Die Polyurie, Inkontinenz, Schlafbeeinträchtigung, er kann dehydriert sein in der Nacht, vielleicht dann vor allem noch, wenn er die neuen Medikamente nimmt, die Glucosurin noch fördern, die Müdigkeit, Stürze, dann Sehstörungen, auch wieder mit Sturz verbunden, er kann gar nicht mehr rausgehen, wird
inaktiv dadurch, er kann seine Medikamente nicht mehr handeln, er kann Insulin nicht mehr richtig spritzen, er verwechselt die Medikamente in Dosiset, weil es nicht mehr sieht. Die kognitive Funktion, die sowieso schon schlechter wird im Alter, wird durch Hyperglykämie, das hat Consoria vorher auch gezeigt, noch schlechter, auch natürlich in der Hypoglykämie. Wir haben weniger Schmerztoleranz, wenn wir eine Polyneuropathie haben, zum Teil keine Schmerzen, aber andererseits wieder mehr Schmerzen. Schlechte Wundheilung, Infektionen, das geht jetzt beliebig so weiter, die Hyperglykämie eben im Akutzustand, schlechtere Prognose bei einem Myokardinfarkt, bei einer Apoplexie. Und die Therapie, die auch schon kompliziert ist im Alter, wird dann noch durch Diät, orale Antidiabetika oder eventuell Insulin kompliziert. All das Niereninsuffizienz. Und einfach gesagt, Multimorbidität, Komplexität ist ein Problem. Und was tun wir jetzt? Wir brauchen jetzt deutlich mehr Zeit für diese Patienten. Wir brauchen mehr Geduld, mehr Verständnis, mehr Toleranz und eigentlich Lösungen können wir nur im Team erreichen. Und wir müssen schauen, dass Schnittstellen in diesem Team zu Nahtstellen werden. Jetzt, was haben wir für Ziele in der Diabetesbehandlung? Ich möchte hier den Peter Wiesli zitieren, weil der hat es so schön zusammengefasst. Der Peter Wiesli, der wohnt oder arbeitet auf der anderen Talseite im Spital Frauenfeld, ist der Endokrinologe und ich finde das schön, diese 8 Therapiezimmer, die wir beim Diabetes haben. Und zwar ist es so, das HDL möchten wir über 1, Triglyceride unter 2, LDL unter 3, Blutzucker über 4, nüchtern Cholesterin unter 5, nüchtern Blutzucker unter 6, HbA1c unter 7 und den postprandialen Blutzucker unter 8. Wunderschöne 1 bis 8 Regel und die geht jetzt hier noch weiter, diese 8. Viele Leute, die vor allem mit Proteinurie oder hohem Blutdruck brauchen einen HC-Hemmer oder Sartane, sie sollten nicht mehr rauchen, die Hypertonie sollte eingestellt werden und man tut noch etwas gegen die Thrombozytenaggregation. Das sind die Ziele, die wir haben. Jetzt fragt sich natürlich, ist das sinnvoll und vor allem jetzt, wenn wir den Diabetes nehmen, ein HbA1c unter 7%, gilt das für alle Leute oder sollten wir das im Alter etwas anders handhaben? Ganz genau, das ist nicht im Detail überall untersucht, es gibt dann einfach Vorschläge, wie man das vernünftig handhaben soll. Erstens sollte man bedenken, dass die Patienten nicht alle gleich sind. Also hier sind alles 75 Jahre alte Diabetiker und die sind ganz unterschiedlich. Die haben einen sogenannten funktionellen Status, der unterschiedlich ist. Hier ist noch sehr gut, eingeschränkt und schlecht. Und die Leute brauchen natürlich andere Therapien. Und die Deutsche Diabetesgesellschaft hat nun sich die Regeln abgegeben, was man tun sollte. Wenn der funktionelle Status noch gut ist, sollte man makrovaskuläre Komplikationen vermeiden, so wie bei den Jungen auch. Und Sie können sich jetzt mal vorstellen, welches HbA1c würden Sie hier anstreben. Das gleiche für den eingeschränkten Status, also Polymorbidität. Da geht es eigentlich darum, die Folgen des metabolischen Syndroms, vor allem Vermeiden von Infarkt und Stroke durchzuführen. Welches HbA1c wäre hier wahrscheinlich das Richtige? Und dann noch die dritte Möglichkeit, Sie sind in einem schlechten funktionellen Status, Sie sind nicht nur poly, sondern multimorbid. Da geht es eigentlich nur noch darum, die geriatrischen Symptome möglichst gering zu halten. Das erfordert ein anderes HbA1c. Sie haben sich wahrscheinlich jetzt wieder etwa vorgestellt, was Sie tun würden. Und ich gebe Ihnen die Antwort der Deutschen Diabetesgesellschaft in ihren Praxisleitlinien. Sie sagen, die hier, die Guten, im guten Funktion, die wollen wir einstellen mit Junge, mit unter 7%. Hier 8% und da dazwischen.
Da besteht nun kein Konsens. Ich gehe wieder zum Lokalmatador, zum Herrn Wiesli. Was schlägt er vor? Er hat eine einfache Regel, die, ich sage hier mal, die Wiesli-Regel gemacht. Er sagt 100 durch 10, das Alter durch 10. Also der 100-Jährige 10% H1C, der 80-Jährige 8%. Das ist natürlich klar, das ist so eine Regel, aber das muss natürlich dann individuell festgelegt werden. Aber man sieht, man kommt damit dann auch irgendwie zwischen 6,5 bis 8,5. Und was ganz wichtig ist, immer beachten, keine Nebenwirkungen, keine Hypoglykämien. Wenn Sie ohne Hypoglykämie natürlich tief einstellen können, sind Sie gut. Aber das ist so die Wiesli-Regel. Und wir können auch schauen, was andere vorschlagen. Die Europäische Geriatrische Medizinische Gesellschaft, die sagt, bei gesunden älteren Diabetikern, also die Kriterien 6,5 bis 7,5, und beim älteren Diabetiker mit Gebrechlichkeit einfach 1% höher. Die Amerikaner nahe 7% und hier nahe 8%, und die Franzosen sind noch etwas freizügiger, die sagen, bei gesunden Alten 7,5% HbA1c, bei Alten geben sie gar keine Empfehlung mehr ab, aber sie sagen, der Nüchternblutzucker sollte nicht über 11 sein. Das ist Französisch. Sie haben also die Wahl, ob Sie eher amerikanisch denken, französisch oder thurgauisch. Und was natürlich überall gilt, was Sie auch immer haben, es geht um die Begleiterkrankungen, die Linderung der Symptome, auch der Akutsymptome, nicht nur der Symptome, die dann in 20, 30 Jahren entstehen können, die Verhütung akuter und chronischer Komplikationen, Senkung der Mortalität und Verbesserung der Lebensqualität. Jetzt vielleicht etwas Missverständnisse, die man von Anfang an ausräumen sollte. Also es gibt viele, die sagen, was spielt das für eine Rolle, ob der jetzt einen Blutzucker von 10 oder von 15 hat, Hyperglykämie bei Eltern ist sowieso irrelevant. Da geht man vor allem von den Spätfolgen aus und sagt, die erlebt er ja gar nicht mehr. Und dann gibt es noch ein anderes Vorurteil, das einfach sagt, ältere Patienten, wir haben gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen, sind sowieso unfähig, sich gut einzustellen. Ein Basis-Bolus-Konzept, das funktioniert im Alter nicht. Da staunt man, es gibt sehr fitte Alte, die können und die nehmen sich dann auch die Zeit dazu und sind besser eingestellt als Junge, die es einfach nicht wollen. Das Vorurteil sollte man vermeiden. Und jetzt etwas zur Blutzuckereinstellung und zur Lebensqualität. Hans-Uli hat da schon etwas davon gesagt. Ich habe da eine andere Studie, nicht ganz so neu, aus dem Jahr 1998, da wurden etwa 600 Patienten eingestellt mit einem Sulfonylharnstoff gegenüber Placebo, die einen mit einem HbA1c um 7,5 und die anderen um 9,3. Und die hatten eine signifikant bessere Lebensqualität, also standardisierten Messverfahren erfragt. Die waren gesünder, vitaler, weniger depressiv, sie waren seltener bettlägerig und deutlich aktiver und sie konnten besser schlafen. Sie waren auch geistig besser, weniger desorientiert. Und interessanterweise, die Gesundheitskosten in diesem Kollektiv hier waren tiefer als in dem. Also soweit zur Lebensqualität bei guter Blutzuckereinstellung. Jetzt, wie erreichen wir die? Mit der Ernährung. Man könnte jetzt tagelang über Ernährung diskutieren. Ich mache es kurz. Die Ernährung sollte genügend und ausgewogen sein. Damit lasse ich es bewenden, mache aber noch einige Bemerkungen dazu. Es gibt immerhin Studien, die zeigen, wenn man versucht, ältere Patienten, ältere Diabetiker, die über 75 Jahre alt sind, zur Gewichtsverminderung zu bewegen und die dann abnehmen, profitieren die gar nicht mehr. Die beiden Kollektive waren bezüglich Mortalität und Morbidität identisch. Also man gewinnt gar nichts mehr, wenn man diese älteren Leute abspecken lässt. Etwas anderes, das vielleicht für die Praxis noch wichtig ist, wenn man
Diabetiker diagnostiziert Typ 2 sind die ja oft übergewichtig. Und Sie sehen, wenn im jungen Alter, also hier zum Beispiel mit 30, haben die ein deutliches Übergewicht mit einem durchschnittlichen BMI, das ist natürlich amerikanisch, von 38. Und wenn die dann älter werden, also die im späteren Alter gefunden werden, spielt das eine weniger große Rolle. Jemand hat das da umgerechnet auf Jahre, auf Kilogramm statt BMI, bei einem 1,70 wurde das angenommen. Also hier das Durchschnittsgewicht etwa 100 Kilogramm, wenn man den Zucker bei 60 diagnostiziert. Und bei über 70 Jahren ist es dann nur noch 83 Kilogramm. Und das ist wichtig, wenn die Leute noch älter sind, haben viele gar kein Übergewicht mehr. Also es gelten dann nicht mehr die gleichen diagnostischen Kriterien, dass man den Leuten ansieht, ah, das ist ein Diabeteskandidat, dann messe ich den Zucker, da ist man überrascht. Viele Diabetiker haben dann eben gar kein Übergewicht, wenn sie im Alter diagnostiziert. Und was wichtig ist, mindestens so wichtig wie das Übergewicht oder sogar wichtiger, ist die Mangelernährung. Wir werden auch da im Workshop darüber arbeiten. Und warum? Riechen schlechter, die schmecken schlechter, das macht dann weniger Spaß zu essen, das Durstempfinden ist vermindert, manchmal sind es Gebissprobleme, sie sehen es nicht mehr gut, wenn sie nichts mehr sehen, macht das Essen auch weniger Freude, oder die sind zum Teil dement, auch nur leicht dement, Depressionen, oder sie können wegen ihrer Immobilität gar nicht mehr richtig einkaufen gehen, sie sind angewiesen, dass die Verwandten ihnen da was bringen. Soweit das und eine ganz interessante Studie im Lancet 2000 publiziert, die heißt In Frigo Veritas. Also sie haben hier zwei Frigos und der eine ist voll und der andere ist leer. Und was haben die jetzt herausgefunden? Die haben gefunden, der Inhalt des Kühlschrankes steht in umgekehrter Relation zum Risiko einer Hospitalisation bei älteren Personen. Oder etwas einfacher gesagt, je leerer der Kühlschrank, desto öfter ist die ältere Person im Krankenhaus. Also wenn sie nichts zu essen haben, sind sie krank, nicht wenn sie essen. Das ist in Frigo Veritas. Und das nächste, Bewegung. Man braucht auch im Alter Bewegung. Ich habe das einfach so kurz zusammengefasst. Diabetes und Bewegungsapparat, sie haben multipleste Interaktionen. Ich will die gar nicht alle aufzählen. Bewegung senkt Blutzucker, das wissen Sie. Wenn Sie die Motorik nicht mehr stimmt und die Sensibilität noch dazu, sind Sie eingeschränkt, zum Beispiel beim Blutzuckermessen, beim Insulinhandling. Wenn Sie einen diabetischen Fuß haben, können Sie auch nicht mehr gut gehen und Sie stürzen noch mehr, haben noch Frakturen, die Mobilität nicht noch zu. Die autonome Neuropathie führt zu Stürzen. Wenn Sie dann immer nur drinnen bleiben, haben Sie noch einen Vitamin D-Mangel, den Sie sowieso haben im Alter, verstärkt sich die Polyurie, TIA-Hirnschlag sind häufiger und das alles führt dann zur schlechteren Diabeteseinstellung. Du hast es auch schon gezeigt, je mehr die Aktivität neben dem Bildungsstand ist, eine Prophylaxe oder eine Verbesserung der Diabeteseinstellung. Und ganz kurz gesagt, jede aktive Bewegung ist besser als keine. Also wenn Sie da hingelaufen sind und haben Sie schon mehr gemacht, ein bereitzügiges Gehen senkt den Blutzucker. Macht natürlich noch vieles andere. Und da werden wir dann heute Nachmittag drauf kommen. Zum Gehen braucht es auch gesunde Füße und die richtigen Schuhe. Das nur als Reminder. Jetzt das nächste Thema. Depression und Demenz. Wieder, damit Sie auch aktiv sind und etwas tun gegen die Demenz. Drei Feststellungen und Sie müssen sich überlegen, stimmen die oder stimmen die nicht. Je länger Sie Diabetes haben, dann nimmt die kognitive Leistung, also die Denkleistung ab. Oder das Gegenteil, die Blutzuckereinstellung hat überhaupt keinen Einfluss auf die intellektuelle Leistung. Oder, das ist einfach Schicksal, dass die schlechter werden im Alter, die Diabetiker haben mehr Alzheimer und das kommt, ob sie gut oder schlecht eingestellt sind. Was stimmt nicht. In den nächsten Dias sollten Sie die Antworten dann auch kriegen.
zuerst etwas zur Häufigkeit, Depression und Denken. Also bei Nicht-Diabetikern im Alter von, das war ein Durchschnittsalter von 78 Jahren, fanden sich in 30% Zeichen einer Depression und in 31% von kognitiven Störungen. Sie sehen, das ist beim Diabetiker deutlich erhöht. Also von 30 auf 38 und hier 10% mehr. Also Diabetiker haben mehr Depressionen und kognitive Störungen. Und interessanterweise gilt auch das Untergekehrte, dass Depression zu mehr Diabetes führt. Ich weiß nicht wie, aber das ist so. Und jetzt Diabetes und Hirnfunktion, einfach hier einige Statements, die ich so zusammengesucht habe. Wenn man Leute untersucht, Diabetiker über 70 Jahre, haben 2/3 Zeichen von Hirnleistungsschwäche und oder Depression. Also das ist häufig. Und die Abnahme der kognitiven Funktion ist abhängig von der Diabetesdauer und der Blutzuckerkontrolle. Es geht hier vor allem um die vaskuläre Demenz. Und es wurde nirgends gezeigt, dass Diabetiker mehr Alzheimer haben als die übrige Bevölkerung. Die verbesserte Blutzuckerkontrolle, das ist wichtig, verbessert rasch die aktuelle Fähigkeit. Aber ich muss sagen, kann verbessern. Das ist natürlich, wenn andere Ursachen sind. Es kann eine Ursache sein der schlechten intellektuellen Leistung. Und dann ist es natürlich schade, wenn man sagt, der ist dement, den können wir nicht besser einstellen. Man kann es versuchen und es kann sogar sein, dass seine Demenz dann bessert und es ihm besser geht. Und es ist natürlich klar, wenn er nicht mehr die intellektuelle Leistung bringt, dann kann er sich schlechter managen. Es ist wichtig, dass man das dann rausfindet und diese kognitive Einschränkung im Therapieplan beachtet. Ein nächstes Kapitel. Das ist eine interessante Dame, die heißt Lee Ann Phil. Und diese Lee Ann Phil, die zeigt ihre Bilder im Internet und sie schreibt, das ist eine Diabetikerin, immer wie viel ihr Blutzucker war beim Mann. Und da gibt es Bilder, die bestehen nur noch so aus Strichen und so, dann steht dann da Blutglucose irgendwie 50 und das hier, das hat mir gefallen, das hat sie mit 82 Milligramm Prozent gemacht. Und wir wissen alle, je besser unser HbA1c, je weniger Spätkomplikationen, also Resultate aus der Risikosituation. Also je tiefer, da hat man das an bei der Retinopathie, das gleiche gilt für die Nephropathie, je tiefer das HbA1c, desto weniger Retinopathie und je höher, desto mehr. Aber es gilt eben auch das Umgekehrte, wenn je besser das HbA1c, desto mehr Hypoglykämie sie haben. Und es geht jetzt immer darum, das Gleichgewicht zu finden zwischen guter Einstellung, Verhindern dieser Komplikationen und andererseits natürlich Verhindern von Hypoglykämie. Und dieser Setpoint ist natürlich etwas anders im Alter zu setzen als bei jüngeren Patienten. Also eher auf die sichere Seite gehen bezüglich Hypoglykämie. Ich perseveriere da etwas, ich habe das von Jörg gelernt, dass das Hypoglykämien ganz wichtig sind. Sie kennen das alle, autonome Symptome gibt es bei Hypoglykämien und neuroglykopene Symptome. Und es ist natürlich jetzt so, dass im Alter viele Leute schon sowieso Herzklopfen haben oder schwitzen oder vermehrt zittern und deshalb erstens mal kommen diese Symptome etwas weniger vor oder dann bemerkt sie weniger. Also es geht dann vor allem, die Symptome sind dann eben die Neuroglykopen. Es kann zu Denk- und Sprachstörungen kommen, zu Verwirrung, sogar Hemiplegien wurden uns im Spital schon eingewiesen und dann war das einfach eine Hypoglykämie und die verschwanden dann bei Behandlung des Hypos. Und hier, wir kommen dann am nachmittagigen Workshop zum Uhrentest. Jetzt zum Beispiel wurde so ein Uhrentest, da muss eine Uhr dargestellt werden und im Hypo konnte der Patient nur das hier machen und als er dann wieder aus der Hypoglykämie raus war, hat er eine wunderschöne Uhr hier gezeichnet. Also Sie sehen, das kann man auch messen, dass man da, aber das wissen eigentlich alle, das ist eigentlich evident, dass man
ohne Zucker weniger geistig leistungsfähig ist, weil sie immer auf Zucker läuft. Prädisponierende Faktoren, ich zähle die auch auf, und zwar deshalb, weil es natürlich wichtig ist, die Patienten irgendwie davor vor den Hypoglykämien zu bewahren. Je länger der Diabetes dauert, wenn eine autonome Polyneuropathie da ist, dann kommt es mehr zu Hypoglykämien. Dann die Fehleinschätzung durch den Patienten, aber auch durch das Umfeld. Man könnte natürlich verschiedene schwere Hypoglykämien vermeiden, wenn die Leute drumherum die Symptome erkennen und dann noch rechtzeitig Zucker geben können. Also Verwirrtheit, Gangunsicherheit ist vielleicht nicht nur eine Alterszeit, sondern könnte dann ein Hypo sein. Deshalb die Schulung des Patienten und eben auch des Umfeldes. Dann Blutzucker-Selbstkontrollen. Auch alte Leute können Blutzucker-Selbstkontrollen machen und sich rechtzeitig aus der Hypoglykämie-Gefahr nehmen. Dann unregelmäßige Nahrungseinnahmen und dann die Medikamente trotzdem regelmäßig nehmen, das ist klar. Und dann noch mehr, Depressionen können das machen. Und was auch interessant ist, wurde untersucht, dass der erste Monat nach Spitalentlassung sehr gefährlich ist. Da werden die Leute wunderbar eingestellt im Spital. Die Schwestern und die Ärztin machen die Einstellung, sie bringen das Essen ans Bett und alles, und dann geht er nach Hause, ist eventuell kognitiv gar nicht so gut, und zu Hause macht er das ein Teil, die Medikamente nimmt er genauso und den Rest macht er nicht so, oder er ist natürlich auch ein Fitträder, macht dann mehr körperlich, und dann im ersten Monat nach Spitalentlassung gibt es viel deutlich mehr Hypoglykämie. Da müssen die Spitalärzte, aber auch die anderen draußen dran denken. Insulintherapie, Niereninsuffizienz, Sulfonylharnstoffe, ja, da könnte man natürlich noch Verschiedenes sagen. Also wenn Sie jemanden haben, der in der Hypoglykämie kommt und der Insulin behandelt wird, und Sie behandeln die Hypoglykämie, dann ist er in der Regel aus der Hypoglykämie raus. Wenn er aber durch Sulfonylharnstoffe zu tief geht, haben die eine lange Wirkungszeit, das kann bis 48 Stunden oder mehr gehen. Also Leute mit schweren Hypoglykämien, die sie rausholen, und das entsteht unter Sulfonylharnstoffen, da empfehle ich eine kurze Hospitalisation oder dann eine Überwachung, das kann immer wieder noch zu einem Nachhypo kommen. Gut, und dann, was ist dann überhaupt die Gefahr dieser Hypoglykämien? Das ist klar, man kann Unfälle haben, man kann stürzen, aber es ist auch so, es gibt mehr Myokardinfarkte unter Hypoglykämien, mehr Rhythmusstörungen und mehr Schlaganfälle. Also Hypoglykämien sollten vermieden werden durch Hyposchulung und Therapien, die wenig Hyporisiko bergen. Jetzt noch die Medikamente. Kann man auch kurz sagen, einfach und sicher, möglichst jetzt bei alten Patienten einmal dosiert, man kann es vielleicht die Spitex sogar abgeben, die Niereninsuffizienz Medikamente geben, die nicht kumulieren bei Niereninsuffizienz, und es sollten Medikamente sein, die wenig Hypoglykämie oder gar keine machen. Die Liste hier, die kann ich kurz fassen, das hat Herr Brändli gestern gesagt, was es da alles für Medikamente gibt. Ich habe sie noch anders zusammengefasst, in geeignetere und weniger geeignete Medikamente. Bei den Sulfonylharnstoffen sollte man eigentlich solche wählen, die keine aktive Metaboliten haben, die also nicht kumulieren bei Niereninsuffizienz. Da ist zum Beispiel das Dialutron. Das ist natürlich klar, also auch wenn sie nicht kumulieren, muss man oft die Dosis reduzieren. Glinide sind eine Möglichkeit mit dieser kurzen Halbwertszeit. Auch die Glindazone können geeignete Medikamente sein. Wir haben das ja alles gehört, und die neuen Glidine bei den Insulinen werden eher diese Präparate als die Mischinsuline empfohlen. Die sind natürlich andererseits wieder praktischer, und das muss man dann individuell rausholen. Metformin, einfach beachten, bei Niereninsuffizienz sollte man die nicht geben, und die Sulfonylharnstoffe mit aktiven Metaboliten auch weniger geeignet bei
älteren Leuten wegen der Nierenintensität. Insulin, man gibt ihr Insulin, das ist genau gleich wie bei jüngeren Patienten. Dann, wenn wir nicht zum Ziel kommen, wir setzen vielleicht das Ziel jetzt etwas höher, aber wenn das HbA1c nicht erreicht wird, braucht es auch oft Insulin. Und dann gibt es natürlich auch noch den Typ 1 Diabetes, der erst im Alter ausbricht. Das muss man auch daran denken. Bei akuten Erkrankungen braucht es oft eine Insulintherapie, Steroidtherapie oder bei katabolem Zustand, wenn die Patienten ständig Gewicht abnehmen und gar noch eine Ketogorie haben, ist das ein Zeichen für Insulinmangel oder kann einer sein. Die brauchen dann Insulin. Das sind dann oft auch Spitalprobleme. Meistens Beta-Insulin, aber da wollen wir nicht zu lange darauf eingehen. Da könnte man auch wieder einen Workshop finden, wie man das macht. Wir haben auch schon bereits Workshops darüber gehabt. Und aber etwas möchte ich sagen, wenn man eine Insulintherapie durchführt, braucht es mindestens diese vier Punkte, die der Patient sollte Blutzucker messen können. Er braucht also eine Schulung dafür. Er sollte etwas von der Nahrung verstehen. Ich habe immer noch Patienten, die keine Ahnung haben, was ein Kohlenhydrat ist. Die sagen einfach, ich habe doch gegessen, jetzt wie kommt es zur Hypoglykämie, ich habe gegessen und zwar einen riesen Salatteller mit viel Käse drauf. Und die haben noch nie von Kohlenhydraten gehört. Die müssen wissen, was man tut bei einer Hypoglykämie. Und sie sollten natürlich die Spritztechniken da wissen, Minimum, wie man mit Insulin umgeht, dass man es weder im Kühlschrank tieffriert, noch an die Sonne stellt und so weiter. Aber diese Punkte sollten alle die mit Insulin therapieren kennen. Noch etwas zur Hypertonie. Auch hier, man weiß gar nicht so viel. Ich habe da mal die EUR-Studie genommen, die ist von älter, 97, da hat man untersucht, Leute, wie oft die besser oder die schlechter eingestellten Patienten, was nützt eine Therapie? Und Sie sehen da, man muss 166 Patienten ein Jahr lang behandeln, damit ein Schlaganfall verhindert wird. Und man muss sogar 400 Patienten behandeln, ein Jahr lang, dass ein Herzinfarkt vermieden wird. Und auf die totale Mortalität hat das keinen Einfluss gehabt. Es gibt verschiedene Studien. Es gibt natürlich viele Studien, die doch einen guten Nutzen zeigen. Ich zeige hier die Quintessenz, was die sogenannte FET dazu sagt. Das ist eine heißt Fortbildung, Endokrinologie, Diabetologie und Jörg und auch Hans-Uwe und ich machen da mit und wir haben uns da lange abgemüht und sind dann zu diesen Punkten gekommen, was wir empfehlen sollen. Also, erstens mal beim Blutdruck, man sollte an beiden Armen Blutdruck messen, mindestens das erste Mal. Es gibt doch Gefäßanomalien oder respektive Verschlüsse, da kann ein Arm tief sein, weil er dort einen Verschluss hat. Eigentlich hat er eine Hypertonie, das sollte man tun. Dann muss man an die orthostatische Hypotonie denken. Immer auch im Stehen messen, weil es ist natürlich schade, wenn Sie den Patienten ideal einstellen und vielleicht doch einen Stroke verhindern und er stürzt dann und hat einen Schenkelhalsbruch. Man muss auch wissen, dass die Diskrepanz zwischen ambulanten Messungen und das, was der Patient zu Hause hat, noch größer wird im Alter. Also, dass man halt auch im Alter mal entweder eine Selbstkontrolle durch den Patienten veranlasst oder eine 24-Stunden-Messung durchführt. Dann Therapieziel. Gestützt, ich habe jetzt vorhin eine Studie gezeigt, die nicht so viel Effekt zeigte. Es gibt dann aber wieder andere. Eigentlich das Therapieziel ist das gleiche im Alter wie bei Jungen, wenn man eben gewisse Vorsichtsmaßnahmen einhält. Diastolisch nicht unter 75, das ist natürlich schwierig zu machen, weil wir wollen sie den diastolischen Blutdruck beeinflussen. Wenn man sehr hoch ist, sollte man nicht zu schnell senken.
sondern man sollte in einem ersten Schritt, wenn der über 180 ist, mal etwa 20, 30 Millimeter Hg senken. Wenn er aber über 160, 100 ist, sollte man eigentlich ewig warten mit der Therapie, sollte man innerhalb eines Monats sollte man senken. Es gibt dann Leute, die jahrelang kontrollieren und immer sagen, man sollte dann mal beginnen. Wenn es so hoch ist, sollte man beginnen, aber dann langsam senken. Und eben was unsere Schluss aus all diesen Studien unser Schluss ist, es gibt keine Altersgrenzen für Blutdrucksenkung. Der größte Benefit ist die Prävention des Schlaganfalls, aber man muss die Nebenwirkungen beachten, eben vor allem die Orthostase mit der Sturzgefahr. Und es gibt aber auch noch europäische Richtlinien, die sagen, die Zielwerte bei sehr alten pflegebedürftigen Patienten sind 150, 90. Auch das ist natürlich irgendwie arbiträr, also das kann man. Es gibt natürlich Leute, die stehen, da machen gar nichts, also das kennen Sie alles. Jetzt noch etwas zu den Lipiden. Sie haben alle ein wunderschönes Frühstücksein gehabt, hoffe ich. Auch hier, es gibt eben nur wenige Studien, da wirklich ältere Patienten untersucht wurden. Ich zitiere hier diese Prosper-Studie 2002, da wurden effektiv 70 bis 80-Jährige untersucht. Die hatten entweder ein hohes Risiko, weil sie schon einen Myokardinfarkt oder einen CVI hatten, oder sie waren Diabetiker oder hatten eine arterielle Hypertonie. Und da wurde Trauerstatin 40 Milligramm oder nichts gegeben und die wurden über 3 Jahre beobachtet. Und was findet man hier? Zuerst einmal zu der Primärprävention. Also Leute, die noch keinen Infarkt und deshalb gab, die sehen, das hat nichts gebracht. Und hier oben sehen Sie, dass beim Stroke hat es auch nichts gebracht, hingegen beim Myokardinfarkt. Und zusammengefasst kann man sagen, die Statine oder die Cholesterinsenkung hilft in der Sekundärprävention etwas und es hat keine Wirkung auf Stroke und auch nicht auf kognitive Störungen. Im Gegensatz eben zur Hypertoniebehandlung, die sehr viel bringt für den Stroke. Und das sind jetzt die Empfehlungen auch von dieser FET. Die sind eigentlich so, dass man die gleichen Kriterien anwendet wie für die Jüngeren, außer dass man sagt, Primärprävention müssen noch weitere Risikofaktoren haben und ein biologisches Alter unter 80. Keine Primärprävention, aber das ist ja Common Sense, also das ist so, wie Sie das alle handhaben, dass man natürlich bei pflegebedürftigen Menschen nicht die Cholesterinwerte ideal einstellen will um jeden Preis. Und sekundäre Prävention ist auch die gleichen Kriterien wie bei anderen, also bei jüngeren Patienten, aber sie sollten eben diese Dinge nicht haben, also nicht pflegebedürftig sein, nicht dement und so weiter. Also Sie sehen auch hier, das sind natürlich sehr gummiartige Empfehlungen, die sehen schön aus, aber Sie können damit weniger anfangen, weil Sie sind ja das, der dann bestimmt, ob die in diese Gruppe gehören oder nicht, vielleicht beim Alter, weil das biologische Alter ist ja auch schwierig zu schätzen. Und, aber was wichtig ist, die Antihypertensetherapie wichtiger als die Statine, vor allem zur Stroke-Prophylaxe, also wenn Sie die Wahl haben, ein Medikament abzusetzen, weil Sie einfach weniger geben müssen, können, es gibt ja eine, wir haben im Kantonsspital Basel die goldene Regel, mehr als 3 Medikamente darf man einem alten Menschen nicht geben, also die Regel wird ja kaum eingehalten. Aber wenn Sie die Regel, wenn Sie in diese Richtung gehen wollen, dann lieber das Statin stoppen als die antihypertensive Therapie. Und was auch noch wichtig ist, und das sehe ich eben oft, es darf nicht eine Mangelernährung durch Lipidsenker in der Diät riskiert werden. Viele Leute haben eine fürchterliche Angst vor dem Cholesterin und essen keine Butter und gar nichts und kommen in eine Mangelernährung, weil sie dann irgendwie im Kopf haben, man dürfe all diese guten Dinge essen. Also, jetzt komme ich zur Zusammenfassung. Die Zahl der älteren Diabetiker nimmt rasant zu. Das haben wir gesehen. Diese Patienten sind häufig multi- oder sogar poly- oder sogar multimorbid. Sie haben Spätfolgen des Diabetes. Sie haben mehr Demenz und Depression und sie sind öfter immobil als Nicht-Diabetiker.
die Komplexität der Probleme steigt und wir können Lösungen nur im Team erreichen. Das ist ja das, weshalb wir hier sind, um im Team arbeiten zu können. Und dabei geht es darum, dass solche Schnittstellen in Nahtstellen umgewandelt werden. Gute Stoffwechselkontrolle hilft sofort. Also es ist nicht nur so, dass man Spätfolgen verhindern will mit Diabetes, Eisen, mit Blutzucker, sondern die wirken auch jetzt in Bezug auf die Lebensqualität. Die Patienten sind weniger müde, sie haben weniger psychische Schwankungen, sie müssen nachts seltener aufstehen wegen der Miktion und riskieren nicht noch Stürze dadurch. Die Therapie und die Therapieziele sind natürlich individuell zu gestalten und müssen angepasst sein im ganzen Umfeld und dem Patienten. Add life to your years, not years to your life. Therapie einfach, kosteneffektiv. Man muss auch überprüfen, die Medikamentenliste immer wieder überprüfen, sind die noch richtig, die Medikamente nicht. Hatte ich zum Beispiel zum Glucophage noch Metformin bekommen, weil der Patient ja nicht wissen kann, dass es dasselbe ist und so weiter. Es passiert immer wieder so, die Listen immer wieder durchgehen. Dosis setzt, damit es richtig abgegeben wird und so weiter, nutzen, Spitex einsetzen. Therapie, Nutzen und Risiken abwägen, da geht es vor allem um die Hypoglykämien, die Interaktionen und die Niereninsuffizienz. Dann eine Beratung, das hat Hans-Uli auch gesagt, was man früher gesagt hat, dem Alten kann man nichts mehr beibringen. Das ist ganz wichtig und zwar eben nicht nur für den Patienten selber, sondern auch sein Umfeld, dass auch die Krankheit verstehen und vorhanden wissen. Und dann ist es so, man sollte sich eigentlich wenigstens im Kopf gewisse Zielwerte für seinen Patienten vorgeben und die zu erreichen suchen, aber wenn die Situation endet, muss man Zielwerte ändern. Und man sollte regelmäßige Kontrollen machen der Ernährung, ob der Patient auch überhaupt bewegt, Augen, Füße und auch das Hirn nicht vergessen. Das war es. Besten Dank fürs Zuhören.